Die Schönheit der Dinge heißt die neue Ausstellung in der Kunsthalle Rostock. Sie vereint Kunst, Kunsthandwerk, Industrieprodukte und Fundstücke aus Museen der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, privaten Sammlungen und vielen weiteren Quellen in einer ungewöhnlichen, einzigartigen Schau. So werden unter anderem Teppichklopfer, eine Armada alter Bügeleisen, Mahlspieker oder Fragmente einer attischen Schale zu sehen sein. Die Schau möchte das intuitive Sehen von Formen aktivieren und wird dabei Herkunft und Funktion der Gegenstände in den Hintergrund stellen. Die Ausstellungsidee folgt der Überlegung, dass in einer hochkomplexen Welt jeder erdenkliche Zusammenhang hergestellt werden kann und die Flut von Informationen die einfache Wahrnehmung zunehmend behindert. Die Ausstellung Die Schönheit der Dinge ist noch bis zum 14. Oktober in der Kunsthalle Rostock zu besichtigen. Pipeline Archäologie, Ausgrabungen auf den Ferngastrassen in Mecklenburg-Vorpommern. So heißt die aktuelle Ausstellung im Mürizeum, die dort noch bis zum 4. November zu sehen ist. Mit insgesamt knapp 10.000 Funden belegt, dokumentiert die Ausstellung die Ergebnisse der fünfjährigen Ausgrabungen entlang der Trasse von Nord Stream 1. Ausgestellt sind etwa 240 archäologische Exponate aus der Steinzeit bis in das 20. Jahrhundert. Teilweise haben die archäologischen Grabungen zu völlig neuen Erkenntnissen in der Landesgeschichte geführt. So wurde das mit 5.500 Jahren älteste Haus in Mecklenburg-Vorpommern in der Nähe von Glasow entdeckt. Die Ausstellung präsentiert diese Ergebnisse anschaulich und ist auch für Schulklassen und Familien geeignet. Konzipiert wurde sie vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege.